Dies ist die Karte der Vereinigten Staaten und in Rot siehst du den Bundesstaat Kalifornien. Doch im Osten Kaliforniens, direkt neben dem majestätischen Mammoth Mountain, tickt eine Zeitbombe, die schon bald unvorstellbare Zerstörungen auslösen könnte. Die Long Valley Caldera, die auf der Karte gelb eingezeichnet ist, ist der am meisten gefürchtete Vulkan in Kalifornien und steht kurz davor, seinen Inhalt auszuspucken. Experten haben immer wieder vor bevorstehenden Vulkanausbrüchen gewarnt, aber wir wussten nicht, dass wir die Anzeichen unterschätzt haben. Kürzlich haben Wissenschaftler festgestellt, dass die potenzielle Katastrophe der Long Valley Caldera eine neue Ära der Eiszeit auslösen könnte, mit schwerwiegenden und katastrophalen Auswirkungen. Wie haben Sie diese alarmierende Wahrheit entdeckt? Was sind die Auswirkungen eines solchen katastrophalen Ereignisses? Mach dich bereit für die schockierenden Details, wenn wir herausfinden, warum Wissenschaftler davor warnen, dass ein kalifornischer Vulkan ausbricht und das Long Valley der Auslöser für eine neue Eiszeit sein könnte. Im Osten Kaliforniens befindet sich ein kolossaler, schüsselförmiger Krater, der etwa 20 Meilen südlich des Mono Lake liegt. Dieser Krater, der als Long Valley Caldera bekannt ist, entstand vor 760.000 Jahren, als eine gewaltige Eruption die Magmakammer unter ihm zum Einsturz brachte. Leider ist diese Caldera immer noch sehr aktiv und kann Eruptionen auslösen, die Gebiete bis nach Nevada, Sacramento und Reno betreffen können. Und wenn er diese weit entfernten Regionen erreichen kann, stell dir vor, welche Verwüstung er in der nahegelegenen, geschäftigen Resortstadt Mammoth Lakes anrichten würde. Ganz zu schweigen von den anderen kleinen Städten in der Gegend. Trotz der potenziellen Gefahr wird den Risiken, denen diese Gemeinden ausgesetzt sind, nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Aber nicht nur die unmittelbare Umgebung ist gefährdet. Ein großer Ausbruch der Long Valley Caldera könnte einen großen Teil der Vereinigten Staaten betreffen. Und als ob das nicht schon erschreckend genug wäre, würde der Ausbruch auch noch eine Decke aus giftiger Asche hinterlassen, die alles in Sichtweite bedecken würde. Bei der letzten Eruption, die die Long Valley Caldera bildete, wurden 2200 Quadratkilometer mit heißem vulkanischem Material bedeckt. Ein ernüchternder Gedanke. Aber es kommt noch schlimmer. Die Long Valley Caldera zeigt Anzeichen für einen bevorstehenden Ausbruch. Und dieses Mal könnte er so katastrophal sein, dass er eine neue Eiszeit auslöst. Wissenschaftler beobachten jede Bewegung der Caldera genau. Aber sind wir wirklich auf die drohende Katastrophe vorbereitet, die ausgelöst werden könnte? Die Nachricht von der drohenden Gefahr verbreitete sich, als Wissenschaftler, Geologen und Einheimische in der Umgebung der Long Valley Caldera eine Reihe von kleinen Erdbeben spürten. Dieses ungewöhnliche Phänomen löste bei den Wissenschaftlern sofort Angst aus, denn sie wussten, dass dieser gewaltige, uralte Vulkan seit Hunderttausenden von Jahren geschlummert hatte und nun Anzeichen des Erwachens zeigte. Die Experten erkannten, dass ein Ausbruch des Vulkans so katastrophal wäre, dass er möglicherweise eine neue Eiszeit auslösen könnte, weil er die Sonne blockiert. Nachdem sie die Öffentlichkeit gewarnt hatten, stufte die United States Geological Survey die Long Valley Caldera als hohes Gefährdungspotenzial ein. Diese Organisation überwacht Vulkane und Erdbeben auf der ganzen Welt und ist sich darüber im Klaren, dass Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Menschen ihr Leben verlieren könnten, wenn der Vulkan ausbricht. Obwohl die Wissenschaftler nicht sahen, dass Magma aus einem Riss austrat oder Rauch aus dem Gipfel aufstieg, wussten sie, dass eine Gefahr lauerte, als über 150 Erdbeben auftraten, von denen mindestens eines eine Stärke von 3,9 hatte. Die meisten dieser Erdbeben ereigneten sich in Mammoth Lakes, der nächstgelegenen Stadt zur Caldera, was eine erschreckende Erkenntnis war. Bei einem Supervulkan, der vor 760.000 Jahren und zuletzt vor 16.000 bis 17.000 Jahren ausgebrochen ist, könnte man meinen, er sei nicht mehr aktiv, aber der USGS hält das Gebiet der Long Valley Caldera für unbeständig und überwacht es genau. Mit dem Auftreten dieser jüngsten und bedeutenden Erdbeben ist jedoch klar geworden, dass der Vulkan immer noch sehr aktiv ist. Geophysiker und Forscher wie David Shelley vom USGS haben gewarnt, dass die möglichen Folgen eines weiteren massiven Ausbruchs nicht ignoriert werden sollten. Aber haltet euch fest, denn die Experten sagen, wenn dieser Supervulkan ausbricht, können wir nichts dagegen tun. Aber Moment mal, wenn das so ist, wie haben sie dann herausgefunden, was die jüngste Erdbebenwelle verursacht hat, die alle in Aufregung versetzt hat? Eine aktuelle Studie, die auf der Jahrestagung der Seismological Society of America vorgestellt wurde, hat ergeben, dass die Erdbebenserie, die die Ausbruchswarnung ausgelöst hat, durch eine Flut von Schmelzwasser verursacht wurde, das durch vertikal geneigte Gesteinsschichten sickert.
Diese Entdeckung machten die Forscherin Emily Montgomery Brown und ihre Kollegen vom USGS, die seismische und Wasseraufzeichnungen der letzten 33 Jahre in der Region analysierten. Dabei stellten sie einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Seismizität und dem Abfluss der Flüsse fest. In feuchten Perioden traten 37 Mal mehr Erdbeben auf als in trockenen. Dieses Phänomen veränderte den Porendruck in den Gesteinen unter der Oberfläche und löste kleine Erdbeben aus. Obwohl Erdbeben schon früher mit starken Regenfällen in Verbindung gebracht wurden, liefert diese Studie viel stärkere Beweise für diesen Zusammenhang. Die flache Natur und die ungewöhnliche Verteilung der Erdbeben führten zu der Erkenntnis, dass sie durch versickerndes Wasser und nicht durch vulkanische Prozesse im Zusammenhang mit der Long Valley Caldera verursacht wurden. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass diese flachen Erdbeben tiefere Verwerfungen in der Region auslösen, ist es dennoch wichtig, die Situation genau im Auge zu behalten. Montgomery Brown behält die vulkanischen Aktivitäten und Magmabewegungen durch die Untersuchung von seismischen Signalen und Bodenverformungen stets im Auge. Sie stand jedoch vor einer neuen Herausforderung, als sie starke Schneeschmelze saisonale Signale in ihren Daten erzeugte, die es schwierig machten, die vulkanische Aktivität von den Verformungen zu unterscheiden. Als 2017 eine Reihe von Erdbeben am Rande der Caldera auftrat, waren sich Montgomery Brown und ihre Kollegen zunächst nicht sicher, ob dies auf vulkanische Aktivität zurückzuführen war. Als sie jedoch einem neuen Manager eine Führung gab, traf sie zufällig auf Manager des Mammoth Community Water District, die sich über die Überschwemmungen im Frühjahr unterhielten. Dieses Gespräch war für Montgomery Brown ein Aha-Erlebnis, denn sie erkannte, dass es einen Zusammenhang zwischen den Abflüssen und dem Erdbebenschwarm geben könnte. Trotz dieser Entdeckung könnte es eine Herausforderung sein, die Öffentlichkeit über einen möglichen Vulkanausbruch zu informieren, da sich eine frühere Ankündigung als Fehlalarm herausstellte. Die örtlichen Unternehmer sind wütend auf die Geologen, weil sie eine frühere Warnung herausgegeben haben. Sie erklärten, dass sie lieber das Risiko eines unruhigen Vulkans eingehen, als ihre Wirtschaft durch Angst ruiniert zu sehen. Diese Haltung ist nun ein Grund zur Sorge für die staatlichen und lokalen Katastrophenschutzbehörden, die in Zusammenarbeit mit den Geologen des Bundes versuchen, ein neues System zur Warnung der Öffentlichkeit vor vulkanischen Gefahren in der Region zu entwickeln. Das vorherige System, das Anfang der 80er Jahre zu zwei Warnungen vor vulkanischer Aktivität führte, wurde 1983 eingestellt, weil man keinen falschen Alarm auslösen wollte. Laut Dr. Richard Andrews, dem stellvertretenden Direktor des Erdbeben- und Vulkanprogramms der kalifornischen Katastrophenschutzbehörde, ist es eine schwierige Entscheidung, wann die Öffentlichkeit gewarnt werden soll. Routinewarnungen über aktuelle vulkanische Aktivitäten können Touristen abschrecken, aber wenn Geologen glauben, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorsteht, muss die Öffentlichkeit benachrichtigt und evakuiert werden. Allerdings wollen sie nicht eine unnötige Panik auslösen, wie es in Mammoth Lakes der Fall war. Mammoth Lakes ist ein Dorf mit etwa 5500 Einwohnern, das für seine Touristenattraktionen und geologischen Besonderheiten bekannt ist. Dazu gehört auch die Long Valley Caldera, die jetzt erneut Anzeichen vulkanischer Aktivität zeigt. Und es ist das erste Mal, dass moderne Geologen solche Ereignisse beobachten konnten. Das Warnsystem wurde entwickelt, nachdem sich 1980 vier Erdbeben der Stärke 6 auf der Richterskala ereignet hatten. Geologen waren schockiert von dem Phänomen und entdeckten, dass sich der Lavadom unter der Caldera zwischen Ende 1979 und Anfang 1980 um 25 cm gehoben hatte. 1982 kam es zu einer Reihe kleinerer Erdbeben, da sich der Dom weiter ausdehnte. Am 27. Mai 1982 gaben die Geologen des Bundes eine Warnung vor möglicher vulkanischer Gefahr heraus, die niedrigste Warnstufe des damaligen Systems. Die Meldung wurde an einem Freitagnachmittag vor einem lokalen Wochenendfestival veröffentlicht, was unmittelbare Auswirkungen hatte. Touristen blieben weg und die lokale Wirtschaft brach zusammen. Die Immobilienpreise fielen über Nacht um 40% und in den nächsten Jahren schlossen zahlreiche Unternehmen, sodass die Einwohner anderswo Arbeit finden mussten. Anfang 1983 wurde die Öffentlichkeit durch zwei Erdbeben der Stärke 5, eine Reihe kleinerer Beben und den Nachweis, dass sich der Dom um 7,6 cm anhob, beunruhigt. Geologen des Bundes diskutierten darüber, eine Vulkanwarnung herauszugeben, eine Warnung, sich auf eine mögliche Katastrophe vorzubereiten, zögerten aber, um die Situation zu beobachten. Erst 1986 kehrte das Vertrauen in die Stadt zurück und die Wirtschaft erholte sich allmählich. Dann, 1989, gab es wieder Anzeichen für Aktivitäten in der Caldera, tausende von kleinen Erdbeben und Anzeichen dafür, dass sich der Dom wieder anhebt. Trotzdem haben die Geologen die Öffentlichkeit nicht alarmiert und Dr. Hill, ein Geologe, argumentiert, dass es gute Gründe gibt, vorerst still zu bleiben.
Mit ausgefeilteren Instrumenten als 1983 beobachten die Forscher das Verhalten der Caldera genau und obwohl die Situation potenziell bedrohlich ist, stellt sie keine unmittelbare Gefahr dar. Unter der Caldera gibt es mehrere Magmakammern, die erhebliche Vulkanausbrüche verursachen können, aber nicht in dem Ausmaß wie vor 700.000 Jahren. Trotzdem sind die Geologen vorsichtig optimistisch und verweisen auf das Verhalten anderer aktiver Calderas, die trotz ähnlicher Aktivität nicht ausgebrochen sind und warnen die Öffentlichkeit nicht. Dennoch kann die Möglichkeit einer katastrophalen Eruption nicht völlig ausgeschlossen werden. Nach Ansicht von Wissenschaftlern gibt es mehrere Indikatoren, die in den Tagen oder Wochen vor einem heftigen Vulkanausbruch eine deutliche Warnung darstellen können. Dazu gehören auffällige Erdbeben, die den Boden zum Kippen bringen, Veränderungen der Magnetfelder, harmonische Erdstöße und andere Signale, die darauf hindeuten, dass sich das Magma der Oberfläche nähert. Und jetzt haben sie hart daran gearbeitet, ein neues Warnsystem zu entwickeln, das detaillierter und nuancierter ist als das bisherige. Die vorgeschlagene Methode umfasst 5 Warnstufen, die auf der Intensität der geologischen Ereignisse und bestimmten Kombinationen von Ereignissen basieren. Die ersten Stufen werden nicht veröffentlicht, sondern von Geologen und Katastrophenschützern verwendet, um ihre Bereitschaft für einen möglichen Ausbruch zu bestimmen. Die Verantwortungskette sieht vor, dass Geologen die staatlichen Behörden alarmieren, die dann die örtlichen Sheriffs benachrichtigen. Mit diesem neuen System können die Menschen hoffentlich besser auf einen möglichen Vulkanausbruch vorbereitet sein. Aber Kalifornien ist bekannt für seine Erdbeben. Nach einer aktuellen Einschätzung der Bundesbehörden gehören 3 der kalifornischen Vulkane zur höchsten Gefahrenstufe im ganzen Land, zusammen mit 15 weiteren. Die Einschätzung des US Geological Survey erinnert uns eindringlich daran, dass die potenzielle vulkanische Gefahr in Kalifornien nicht übersehen werden darf. Was denkst du darüber? Steht die Long Valley Caldera kurz vor einem Ausbruch oder handelt es sich hier nur um einen Fehlalarm? Schreib uns deine Meinung dazu in die Kommentare.